Also über die Anzahl der Studierenden mit Kind gibt es leider keine verlässlichen Daten aus Datenschutzgründen. Die letzte Sozialerhebung des Studentenwerks hat einen Anteil von ca. 5% Studierende mit Kind ergeben. Die Beratungsstellen, da ist natürlich als erstes die zentrale Studienberatung, die immer als Anlaufstelle für erste Gespräche, denke ich, in Frage kommen. Und dann natürlich unser Service Uni und Familie im Gleichstellungsreferat und natürlich auch die Sozialberatung des Studentenwerks. Wenn die Angebote angenommen werden und auch die Studierenden sich rechtzeitig über Fristenmöglichkeiten erkundigen bei den zuständigen Stellen, zum Beispiel Studiendekane oder Studienberatung, haben wir eine sehr hohe Flexibilität. Es wird dann sehr schwierig, wenn Fristen versäumt wurden. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man sich im Vorfeld über diese Fristenregelungen auch erkundigt. Also geplant ist ein virtuelles Elternnetzwerk, wo sich Beschäftigte und auch Studierende mit Kindern austauschen und sich gegenseitig unterstützen können. Und ein ganz wichtiges Anliegen ist auch Sensibilisierung von Lehrenden für die Bedürfnisse von Studierenden mit Kindern, die natürlich ganz andere Aufgaben auch noch zusätzlich haben wie Studierende ohne Kinder.